Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei meiner 5-Jahres-Challenge auf der Newlands Map. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. Ich habe erstmal riesen Bockmist gebaut. Das kann ich euch zum Anfang direkt mal berichten. Denn wie ihr vielleicht seht, sind wir auch schon im August. Und wie ihr vielleicht seht, habe ich nicht nur 45.000 Euro auf dem Konto, wie wir die letzte Folge beendet haben, sondern 190. Das liegt daran, dass ich gerade über eine Stunde aufgenommen habe, den kompletten Juli gespielt habe. Ungefähr eine Stunde 20 habe ich aufgenommen und die komplette Aufnahme für die Tonne war, weil ich eine falsche Einstellung drin hatte und ja, ist auch egal, warum, wieso, weshalb jetzt am Ende. Die Aufnahme war für die Tonne. Ich konnte sie nicht verwenden und sozusagen anderthalb Stunden für ein Pommes. Das heißt, ihr habt leider den kompletten Juli verpasst. Ich werde euch aber einmal ganz kurz erzählen, was habe ich gemacht. Ich habe einmal unser Fahrsilo hier leer gefahren. Ich habe, genau, daher kommt das Geld. Ich habe eine Palette Kleidung verkauft, daher kam auch nochmal Geld. Das war es eigentlich. Es war nur Fahrsilo, also komplettes Fahrsilo plus Kleidung. Das hat uns bis jetzt auf 190.000 Euro gebracht, was ziemlich gut war. Und ja, dann habe ich die zwei Wiesen, also unsere zwei Wiesen gemäht, habe unsere zwei Wiesen auf Schwad gelegt und bin jetzt auch schon dabei, quasi die erste Wiese hier zu pressen. Genau, so sieht's aus. Dann habe ich das Feld hier oben fertig gepflügt, habe das Feld gekalkt, habe das Feld gedüngt. Hab unsere Heuwiese gedüngt, die jetzt übrigens auch schon wieder erntereif ist. Also da können wir auch schon wieder den Trecker losschicken. Was ich noch gemacht habe, ich habe angefangen, ein neues Feld anzulegen. Und war gerade damit beschäftigt, das Holz. Also ich habe einmal das gesamte Holz gefällt, was eben auf dieser Wiese oder beziehungsweise auf diesem neuen Feld stande. Und habe die Baumstämme einmal mit der Stumpenfräse weggemacht und habe das, ja, die Bäume sozusagen ins Sägewerk transportiert. So, dann habe ich mich schlafen gelegt, wollte eine kurze Pause machen, habe die Aufnahme gestoppt und habe gesehen, dass die Aufnahme einfach nicht brauchbar war. Ja, super, ne? Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, wir haben heute auf jeden Fall einen größeren Fortschritt wie erwartet, denn ja, anderthalb Stunden sind von Poppes. Die habe ich aber nun trotzdem gespielt. Jetzt will ich ja aber die Folge hier nicht abkürzen, deswegen. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Und deswegen, ja, werden wir heute wahrscheinlich einiges mehr schaffen. Es tut mir sehr, sehr leid. Das war mein Fehler. Natürlich, sorry dafür. Und ja, ist aber jetzt leider auch nicht mehr zu ändern und leider auch nicht rückgängig zu machen. Von daher, nützt nichts. So, ich würde sagen, wir transportieren mal noch die letzten Bäume ab. Ich weiß gar nicht, wie viele hier noch liegen. Zwei Stück müssten es sein. Es ist 7.33 Uhr. Die Zeit steht aktuell. Die lasse ich jetzt mal auf 5 laufen. So, der hat auch schon die fast letzte Silage jetzt weggebracht. Der Kollege, ich glaube, ein bisschen was müsste noch drin sein. So, und hier unser Xerion, der kann nachher auf jeden Fall weiter pflügen und hier das nächste Feld anlegen. Denn wir wollen uns ein, beziehungsweise ich würde ganz gerne, warte mal, wo ist jetzt der Baumstamm hier? Ach komm, ich hänge den jetzt einfach hier an. Ich würde ganz gerne noch ein Feld anlegen für Ölfrüchte. Also wir werden ja sowieso Feldfruchtwechsel haben, ne? Immer nach der Ernte werden wir sowieso immer was Neues dann anpflanzen. Warte mal, da hinten ist auch noch ein Baum. Werden wir immer was Neues anpflanzen. Aber hier würde ich ganz gerne erstmal Ölfrüchte drauf ansehen. Also Raps oder Sonnenblumen oder irgendwas. Deswegen, das Feld ist auch gar nicht so klein geworden. Und ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. So, was ist jetzt mit dem Baumstamm hier? Kriege ich den? Kriege ich den? Kriege ich den? Kriege ich den? So, dann hängen wir den auch noch an. Wo ist er? Das ist er. Und dann geht's los. Dann lassen wir den erstmal zurückfahren zum Sägewerk, dann kann der das einmal dort ausladen und wir können uns um die nächsten Arbeiten kümmern. Beziehungsweise den dann auch wieder weiterfliegen lassen. Ja, Ballen müssen eingesammelt. Echt, ich. Leute, ich bin. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn du anderthalb Stunden hier sitzt und aufnimmst, ey. Und das war auch noch echt gut gewesen. Es war wirklich gut. Ich war sehr, sehr zufrieden mit der Aufnahme. Und dann passiert sowas, dass die Aufnahme für die Tonne ist. Ach, Mann. Achso, was ich auch noch gemacht hatte, ich hatte die Wolle hintergefahren und ich habe erst einmal unsere Stoffproduktion umgestellt, dass diese die Wolle nicht mehr in die Kleidungsfabrik verteilt. Da können wir übrigens mal einen ganz kurzen Blick reinwerfen, wie es da aktuell aussieht. Oh, hier ist aktuell die Wolle auch leer gelaufen. Kleidung, die haben noch 2100. Ja, müssen wir mal gucken, wie viel Stoff jetzt rausgekommen ist, weil ich wollte ein bisschen Stoff so auf Tasche haben, weil wir ja aktuell mehr Stoff produzieren, wie wir Kleidung produzieren. Und deswegen wollte ich einen Stoff so ein bisschen auf Tasche haben, den ich dann verkaufen kann. Klingt auch irgendwie komisch, oder? Ich will Stoff auf Tasche, den ich verkaufen kann. Klingt jetzt irgendwie nicht richtig. Ach, und guck mal hier. Da haben wir ja schon wieder 1, 2, 3, 4 Paletten Wolle. Ja, es ist, also das ist immer unsere
unser Tagesbedarf. Oder beziehungsweise unsere Tagesproduktion. 4 Paletten Wolle. Was auch recht gut ist, ist hier unser kleiner Knicklenker. Der schafft nämlich tatsächlich 3 Paletten mit einmal. Was Quatsch ist, weil wir sowieso nochmal fahren müssen. Aber komm, nehmen wir mal 3 Paletten. Ah ja, und da kann ich euch noch was Neues zeigen, was ich nämlich gemacht habe. Guck mal, unsere Kanalmitglieder hier. Da sind sie alle. Die Street of Fame, nenne ich es immer so schön. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Das sind alles Leute, die natürlich wirklich hart reinsupporten. Und David und Sam sind noch dazugekommen. David G. und Sam M. Dankeschön natürlich auch für euren Support. Vielen, 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 vielen Dank an der Stelle. Also die zwei sind noch dazugekommen und ja, sind natürlich jetzt auf der Wand auch mit verewigt. Nur ganz kurz zur Info, ihr könnt als Kanalmitglied dieses Video hier zum Projekt einen Tag vorher schon sehen. Also normalerweise kommt es Freitag 16 Uhr, ab Donnerstag ist aber die Folge schon verfügbar für Kanalmitglieder ab der Stufe Silber. Und für Kanalmitglieder ab der Stufe Gold gibt es quasi hier so eine Verewigung auf der Karte mit drauf. Da werde ich mir auch für den LS25 was Schönes einfallen lassen für die Goldmitglieder aufwärts. Und ja, das Ganze soll einfach als kleiner Benefit natürlich auch dienen für die Leute, die extra supporten als Kanalmitglieder. Wichtig ist natürlich, dass auch alle anderen natürlich oder nicht die Kanalmitglieder natürlich die Videos hier sehen können zu einem ganz gewohnten Zeitpunkt. Das muss man auch klipp und klar sagen. Also es wird niemand einen Nachteil dadurch entstehen. So, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Genau. Komm, nehmen wir die Kleidung noch mit. Dann gibt ein gutes Kech, was wir da vorne auf der Gabel haben. Und dann würde ich sagen, lassen wir den mal zum Markt fahren. Den brauchen wir jetzt sowieso aktuell nicht statt Markt. Und dann müsste der seinen Weg eigentlich finden. Aber hier eigentlich, ja, hier haben wir den Weg ja sogar drin. Perfekt, das haben wir ja schon alles eingefahren. Gut, dann wollen wir mal ganz kurz schauen, wer die Arbeit beendet hat. Das sollte der hier sein, genau. Dann laden wir den Ball noch ab. Oh, da sind einige Rundballen rausgekommen. Ja, doch einige rausgekommen. Wir haben aber noch eine zweite Wiese, auf der wir einmal einsammeln können. Und da lassen wir den jetzt direkt als nächstes hinfahren. So, dann haben wir hier, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, lasst mich kurz gucken, Wiese 2. Kurz laden, aktivieren. Warte mal, ich will das nämlich umstellen. Und zwar starten auf Bahnen. Wir haben den Fehler gemacht beim Einspeichern des Kurses. Und zwar hätten wir Wiese Schwaden, hätten wir einspeichern müssen. Vielleicht müssen wir den nochmal löschen, müssen es nochmal neu machen. Auf Bahnen zuerst beginnen. Nicht auf Vorgewände beginnen, sondern auf den Bahnen beginnen. Weil wir haben natürlich auch das Problem. Erstens macht es keinen Sinn, dass man das Vorgewende zuerst macht beim Schwad, weil man immer wieder über die Schwad rüberfahrt. Das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich, dass die Ballenpresse sich natürlich selber im Weg steht, weil sie auf dem Vorgewende die Ballen schon ablegt. Und wenn er dann Bahn fährt, liegen die Ballen jedes Mal im Weg, was natürlich auch sehr blöd ist. Gut, der macht auf jeden Fall weiter. Der hat den Weg nicht gefunden, weil er hier wahrscheinlich nicht weiterkommt, weil die Baumstämme da hinten machen, was sie wollen und wir die nicht hier reingezogen kriegen. Aber es geht, es funktioniert doch. So, dann fahre ich mal schnell noch die Baumstämme hier hinter. Das ist übrigens schon die zweite Fuhre. Die erste Fuhre waren gute 20.000 Liter Holz, die ich hier schon wieder reingedrückt hatte. Dann würde ich sagen, gebt mir die Baumstämme hier noch ab und dann können wir den wieder mit dem Flug losschicken, weil das neue Feld für die Ölfrüchte soll auf jeden Fall im August noch angesät werden. Ich würde jetzt einfach mal den August ein bisschen langsamer laufen lassen, dadurch, dass ich ja jetzt schon im zweiten Monat eigentlich bin. Und wir ja immer so circa 2 Monate, also so ganz grob 2 Monate machen pro Folge. Angehängte Objekte zu schwer. Dann schauen wir mal, ob die jetzt alle hier drin sind. Die werden wahrscheinlich aber auch gar nicht alle reingehen. Ja. Ja gut, komm, dann lasse ich die erstmal hier liegen oder schieb die mal so mit dem Drecker rein. Ich glaube, ich werde die einfach rückwärts mit dem Schild reinschieben. Das mache ich. Gingen die alle noch rein? Nee, die gehen nicht alle rein. Okay, dann müssen wir das einfach später nochmal machen. Das Sägewerk ist erstmal soweit voll. Wie viel Brennholz haben wir denn mittlerweile? Das muss ja einiges sein. Loses Brenner. 42.000 Liter und der Preis fängt langsam an wieder zu steigen. Leute, 42... Was? 42.000 Liter? Oh mein Gott. Wenn der Winter kommt, Projektende. Reich. Wenn der Winter kommt, Projektende, kaufe ich Yacht, bin weg. Kein Scheiß, kaufe ich mir eine Yacht, hör auf. Okidoki. Dann schnappen wir uns einmal unseren Flug, hängen den an und dann kann der erstmal unser Feld hier fertig anlegen. So, den Kurs hat er ja noch drin. Dann einmal vom letzten Wegpunkt und gib ihm. So, der sollte jetzt hier schön seine Kreise drehen können, legt uns einmal hier unser Feld für die Ölfrüchte an und wir können uns eigentlich schon auf den Weg machen, mit dem einmal die letzte Silage hier aus dem Silo rauszuholen, dass das wieder frei ist. Müssen wir mal gucken, dass wir den hier ein bisschen rückwärts reingedrückt kriegen, Richtung dem Förderband.
Ja, muss hier nichts weiter hinzufügen, oder? Durch Versiedlung, Verkauf, Viehhandel. So, sobald hier alles drin ist, kann der Rest weggebracht werden. Können wir das auch ausmachen, hier unser Förderband. Und dann kann er einmal hochfahren zum Viehhandel, kann verkaufen und kann wieder hier runterkommen, weil den Anhänger brauchen wir gleich, weil wir natürlich auch nochmal zu unserem Bambus und Aloe Vera schauen wollen. Dann verkaufen wir erstmal unsere Kleidung, da gibt es nämlich auch nochmal Cash. So. Und so. Und so, leider sind die Pölle unten, deswegen müssen wir das wieder händig machen. So, frischer Stoff. Frischer Stoff auf dem Wochenmarkt. 201 auf dem Konto. Oh. Bei mich, vielleicht kriege ich es noch rein. Ja. Das waren schon mal 23.000 Euro nur der Stoff. Und nochmal 36.000 Euro Kleidung. Oh mein Gott, ist Kleidung im Preis gefallen. Wir waren mal bei 50.000. Oh mein Gott. 19.000, 10.000 Euro weniger für Kleidung. Nee, Höchstpreis 55.000. 36 und bei 55. Wir haben 13.000 weniger Geld, was wir für Kleidung aktuell kriegen. Das ist natürlich unschön. Muss man einfach so sagen. Aber gut, jetzt ist es verkauft. Jetzt ist das gute Zeug weg. Man kann ja nicht auch immer, man kann ja nicht immer zu den Toppreisen verkaufen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, guck mal, hier haben wir zum Beispiel auch die Produktion, die wir das letzte Mal gebaut haben. Bretter, Balken und so weiter. Da sage ich euch, wie es ist. Also, das werde ich nicht verkaufen. Gerade die Bretter mit 7.000 Euro, das finde ich so, Chitty-Midi-mäßig schon wieder. Also, das ist wirklich so ein bisschen Chitty-Midi-mäßig. Was ist denn los? Hast du keinen Bock auszuladen, oder was? Kauft er denn nicht? Weil die ganze Zeit verkauft, der Depp. Weil nicht voll ist, oder was? Gut. Ja, also Balken für 7.000 Euro, die 1.000 Liter zu verkaufen, ist, glaube ich, schon ein bisschen cheaty. Das muss man einfach mal so sagen. So, das war jetzt auch die letzte Silage aus dem Lager. Es kam natürlich auch die Frage, warum ich trotzdem noch Gras mit dem Ladewagen einsammle. Ja, warum ich Gras trotzdem noch mit dem Ladewagen einsammle und ins Silo fahre, wenn wir doch die Ballenpresse haben, die Impress, gerade die Impress mit Vorpresskammer. Ja, ganz einfache Sache, weil ich einfach da Lust drauf habe. Ich habe ehrlich gesagt Bock, auch ein bisschen ein Fahrsilo zu betreiben und... Okay, können wir gleich mal reparieren. Und deswegen mache ich das trotzdem noch zusätzlich. Mir macht es einfach Spaß, also auch ein bisschen was in Silo zu fahren, dort zu verdichten und dann mit dem Förderband das Ganze abzutransportieren mit Autodrive und so weiter. Ich finde das cool. Wisst ihr was? Wir schauen jetzt mal eine Sache und zwar gucken wir jetzt mal, ob wir einen LKW uns... Oh, das ist einfach so teuer. Wenn wir einen Zweiachser nehmen und uns diesen schick machen, was kostet der? Als 500... Warte mal, was haben wir jetzt hier? Ach so, 80 km Variante. Warum kostet das Aufpreis? Ah, okay, verstehe, wegen der PS. 400 PS reichen uns erstmal. 80 km, 400 PS, das ist erstmal eine feine Sache. Reifenvariante, Wandaufkleber bräuchten wir nicht in dem Sinne. Design, so ein MAN drauf, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Halogen, LED. Dann machen wir hier schöne Halogen-Scheinwerfer dran. Top-Beleuchtung, ja, können wir auch machen. So, Hauptfarbe. So, mal schauen. Nehmen wir ein schönes Blau. Lampcam Blau, Designfarbe. Was ist denn die Designfarbe überhaupt? Ach, das ist das. Okay, wartet mal. Weiß. Das sieht cool aus. Dann lassen wir das Design weg. Und soll ich euch was sagen? Ey, 159.000. Jetzt haben wir den konfiguriert. Jetzt haben wir den einmal konfiguriert. Jetzt nehme ich den. Komm, wir verkaufen hier auch nochmal Aloe Vera und Bambus. Los. Gekauft. Gib mir jetzt einen schönen Anhänger dazu. Wir brauchen einen Autoload-Anhänger, haben wir gesagt. Autoload geht fit. Das hat ihr mir in die Kommentare geschrieben. Deswegen werden wir uns definitiv einen Anhänger mit Autoload-Funktion holen. Und da könnten wir den Krone Profiliner natürlich nehmen. Ich glaube, der würde sehr gut passen. Der kostet 29.500. Den nehmen wir aber in Standard. Dann machen wir die Hauptfarbe Lampcan. Fahrgestell lassen wir schwarz und Designfarbe machen wir auch Lampcan. Oder machen es in weiß. Dann passt es zum LKW. Sexy. 32,5. Kaufen wir auch noch. Ey, Leute, und jetzt haben wir einfach 191.000 Euro ausgegeben und ich gehe. Ciao. Konto wieder leer. So, da bin ich wieder. Muss mich mal kurz von dem Schock holen, dass wir 91.000 Euro ausgegeben haben. 191.000 Euro ausgegeben haben. Und soll ich euch was sagen? Dann stellen wir den jetzt ab und... Junge! Guckt euch... Oh, das MAN-Zeichen beleuchtet. Also, jetzt will ich aber in die Kommentare, da will ich jetzt aber reichlich lesen, wie findet ihr diese Farbkombination? Wie findet ihr den? Das will ich jetzt wissen. Wie findet ihr diese Farbkombination?
Ah, das sieht schon gut aus, oder? Schauen wir mal ganz kurz in unsere Lager, ob wir die Silage hier hinten eventuell schon verkaufen können. Also, ob das schon fertig gegoren ist. Rundballsilage, 30 Stück. Ah ja, das ist ja super. Dann würde ich sagen, lagern wir mal 25 Stück aus. Das sind nämlich die hier. Schnappen uns den Traktor, schmeißen uns unseren Silageanhänger dran und gehen einmal die Silage noch verkaufen. Dann können wir nämlich zusätzlich nochmal ein bisschen Geld snacken. Dann lasst mich mal ganz kurz zum LKW düsen. Ich meine, wir können ihn ja noch umkonfigurieren und umbauen und machen und tun. 89 fährt er, 400 PS hat er. Ne, ist jetzt nicht der 510er, aber die über 30.000 Euro wollte ich mir jetzt eigentlich auch, also wollte ich mir jetzt einfach auch sparen. So, und jetzt schauen wir mal, der müsste jetzt hier reinfahren. Die Frage, die ich mir stelle, wenn ich den jetzt hier vorwärts reinfahren lasse, ob der dann auch rückwärts wieder rausfährt. So, und jetzt müssen wir aber auch mal gucken. Wartet mal. Man konnte ja diese Plane öffnen. Bin mir nicht sicher, ob man das außen machen muss. Könnte natürlich, ja, Plane öffnen. Umschalt X. Oh, sehr gut. Und jetzt Laden starten. Okay. So. Okay, ist voll. Ey, mega, Leute. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. So, Bambus einmal voll. So, und dann sag mal den natürlich. Guck mal, der Bambus guckt ein kleines bisschen oben raus, aber der kann natürlich jetzt einmal Start Markt. Und ciao. Kann dort einmal anhalten und dann können wir das dort abladen und können das direkt verkaufen. Das ist dann eine feine Sache. Gut, dann laden wir erstmal weiter unsere Ballen. Okay, und der soll einmal... Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie lädt man denn jetzt hier am besten ab? Klappe öffnen, warte mal. Abladen. Okay, perfekt, super, Dankeschön. Und dann einmal zurück zu den Gewächshäusern. So, und wir verkaufen hier einmal unseren Bambus dabei. Zack. Ich glaube, das ist wirklich eine große Erleichterung für uns, dass wir einfach nur hin und her fahren müssen mit dem Autoload. Ich finde es eine super Sache, gerade für den Bambus. Ich werde es auch wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, werden wir das auch nur für den Bambus nutzen. Dazu aber auch gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare. Aber ich bin der Meinung, wenn wir das für den Bambus nutzen, dann ist das okay und dann ist das eigentlich eine feine Sache. So, der ist angekommen. Das heißt, hier können wir einmal abladen. Sehr gut. Schauen wir mal, wie viel Cash es hier noch gibt. Also es ist Wahnsinn, wie viel Geld wir jetzt hier umgesetzt haben. Runter machen einmal hier die ganzen Ballen. Dann gehen die hier schön rein in den Viehhandel. Und was? 63.000 Euro mit einem Ritt, Leute. 63.000 Euro mit einem Ritt. Das ist absolut awesome. So, 6 Ballen haben wir noch. Nee, warte mal. Noch 6 Ballen haben wir noch. Die verkaufen wir noch eben schnell. Und dann haben wir das Silo leer. Und dann haben wir das auch soweit vorbereitet für den Hofausbau. Dann, warte mal, haben wir den schon eingespeichert? Wiese 3, Mähen 86. Ist das Wiese 3? Kurs laden, aktivieren. Bitte, alles schon drin? Alles schon drin? Passt doch super. Er ist wieder am Hof angekommen, das heißt, letzten Silageballen laden. Und dann werden wir definitiv mal noch die Heuballen beiseite räumen. Die Heuballen räumen wir noch beiseite und dann, ja. Und dann bauen wir das hier alles mal ein bisschen schön. Leute, ich kann euch sagen, das ist jetzt alles Vorbereitung für die Baufolge, also nicht die Baufolge, sondern für das Bauen, was heute noch kommt. Und ich habe mir da echt ein paar Gedanken gemacht zum Hof und zu dem Lager hier. Und ich glaube, dass ich da was Schönes für euch designen kann. Ja, jetzt ist das Lager schon mal komplett leer, was perfekt ist. Ballen haben wir mehr als genug, brauchen wir jetzt erstmal uns keine Gedanken machen. Ich meine, es dauert auch ein Stückchen, ne, bis du hier die alle aufgeladen hast. Also da geht auch schon ein bisschen Zeit ins Land. Ich glaube, der wollte an der Wasserstelle umlenken. Ich glaube, der Kollege wollte an der Wasserstelle umlenken. Naja, ich will es mal so sagen. Hat jetzt nicht ganz so geklappt. Hättest auch den Händler nehmen können. Genau, einmal hier lang. Gut, fahren wir mal eine Runde mit zum Gewächshaus, oder? Um unseren neuen LKW auch ein bisschen zu genießen. Komm.
So, angekommen am Gewächshaus. So, dann packen wir das mal auf hier. Und dann würde ich sagen, Materialtyp nehmen wir nochmal eine Runde Bambus. Und dann laden wir den ganzen Krempel nochmal auf hier. So, da müssen noch einiges rauskloppen. So, voll. Ich glaube, ist voll, ne? 4000 Liter, mehr gehen nicht rein. Ist auch sehr wenig, muss ich ehrlich sagen. Aber passt ja trotzdem. 4000 Liter ist okay. Kann man machen. Und dann geht's wieder zurück statt Markt. So, letzten 6 Ballen noch runterschmeißen. Und dann haben wir das auch schon los. Dann fahren wir das Heu noch beiseite. Und dann können wir dort die Lager nämlich zumindest erstmal abreißen und umplatzieren. Aber dass ich das alles in der heutigen Baufolge hinbekomme, ey. Nochmal 15.000, ey, Wahnsinn. Okay. Füllen wir hier einmal auf. Haben wir noch ein bisschen Dünger? Ich glaube, wir haben noch Dünger, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier müsste noch welcher stehen. Ja, Kornkali. Das Zeug geht immer. Gute Dünger. Ach, lol. Wir können gar keine Sonnenblumen ansehen, Leute. Wir können gar keine Sonnenblumen ansehen. Wir brauchen eine Einzelkorn. Okay. Dann ist das nicht so schlimm. Weil dann werden wir uns für die Zukunft Einzelkorn holen. Ja, müssen wir sowieso, weil wir wollen ja auch mal häckseln. Also wir wollen ja auch Mais machen und so weiter und so fort. Deswegen brauchen wir sowieso eine Einzelkorn-Sämaschine. Jetzt aktuell brauchen wir sie noch nicht. Dann sehen wir nämlich jetzt erstmal Raps an. So. Und zwar auf diesem Feld. Job erstellen. Kursgenerator 6 Meter. Vorgewende machen wir 3. Vorgewende Ecken. Vorgewende Richtung. Starten auf Bahnen. Feldkurs generieren. Und erster Wegpunkt. Viel Spaß! Und dann fahren wir mit dem einmal. Ich überlege, ob ich erst die Wiese mal und unser Dings oben mache hier. Weil die muss unbedingt gekalkt werden. Würde es aber eigentlich ganz gerne erst wegfahren. Weil das ist irgendwie unschön, jetzt da über das Gemähte Kalk drüber zu schmeißen. Wir dürfen es nur nicht vergessen. Wir dürfen es auf keinen Fall vergessen. Ach, und beim Bauen möchte ich auf jeden Fall die Feldwege anlegen. Also ich glaube, Feldwege sind echt ultra wichtig. Die sollten wir langsam dann auch anlegen, weil dann können wir unsere Autodrive-Kurse auch einfahren. Das ist nämlich auch noch so ein Ding, warum ich unbedingt die Feldwege starten möchte. Job erstellen, auf dem Kursgenerator öffnen, 18 Meter, Vorgewende 2, starten auf Vorgewende weich, passt. Und Job starten. Gut, der startet auch. Dann haben wir noch jemanden, der hat seine Arbeit beendet. Genau, unser Intercooler. Unser MB-Track. Den müssen wir auch noch einmal losschicken. Der kann jetzt hier einmal mit dem Zeller drüber. Beziehungsweise der kann mit dem Schwader drüber. Und unser Deutz, den schicken wir mit dem Zeller hier drüber. Dann stellen wir gleich mal unsere Mähwerke hier auch schon auf Seite. So, da kann der mit dem Schwader los. Genau, den lassen wir aber erstmal ganz kurz noch hier stehen. Denn wir brauchen erstmal den Kollege hier. Oh, den Anhänger. Den Anhänger müssen wir auch erstmal beiseite stellen. Am besten auch raus aus dem Hof. Und dann haben wir auch noch ein schönes, großes Stück Wiese, ey. Müssen wir auch mal gucken, was wir da noch hinbauen können. Ich will die Felder nicht ganz so zubauen, aber ein bisschen was können wir da, glaube ich, auch noch was Schönes gestalten. Ich bin sowieso erstmal gespannt, was ihr sagt, wenn ich fertig bin. Hier, also fertig. Ich werde das in dieser einen, also was wir heute als Baufolge zur Verfügung haben. Ich denke, ich werde ja trotzdem eine gute Dreiviertelstunde bauen. Ich sag mal zwischen 40 und 60 Minuten werde ich wahrscheinlich bauen. Ich habe aber meinen Plan so weit im Kopf. Von daher sollten wir gut vorankommen in der Zeit. Aber ich bin da sowieso sehr gespannt, was ihr sagen werdet. So. Er kann einmal zettern hier. Job bestellen. Das passt. Erster Wegpunkt. Ab geht die Bittefahrt. So, viel Spaß beim Heumachen. Hol mir hinten den Kollege schon mal, um das Ganze dann zu schwarten. Und dann müssen wir es nur noch pressen und einfahren. Und dann können wir auf unsere Heuwiese auch endlich kalt machen. Und wir können die Heuwiese düngen. So, dann lassen wir den mal hier stehen. Bis der gleich dann für den Einsatz noch fertig ist. Und dann schauen wir mal. Der kommt ganz gut voran. Was hat er verbraucht bis jetzt um die... Oh ja, doch. 6.000, 7.000 Liter hat er bis jetzt verbraucht. Das ist natürlich auch sportlich. Aber er schaltet den Düngerstreuer ja... Oh, das sieht so geil aus, ne? Leute, guckt euch das an. Mit diesen weißen Reifen. Auch wenn die auf der Wiese fahren, diese grünen Reifen. Das ist ein extra Mod. Ich weiß gar nicht, wie der Real Dirt. Ich glaube, Real Dirt Mod ist das. Ach, guck mal, wir haben ihn hier. Können wir wieder zumachen. Lenkt mal den einmal händig um. Oder wir gucken mal, ob er es beim Händler hinkriegt. Ich glaube, beim Händler kriegt das hin. Schauen wir mal. Müsste eigentlich klappen. Dann fährt er hier seine Runde und dann müsste er da wieder rauskommen und müsste in die andere Richtung fahren. Oh, du siehst aber hübsch aus, mein Schatz. Seine Prinzessin. Deine Schleife hast du selber gemacht?
War gerade meine Kleine, die Tilda, die ist nämlich, die ist am Schleifen. Wow! Das sind meine Angestellten, sage ich euch. Das sind meine Angestellten. Kamikaze vom Allerfeinsten. So muss das sein. So, dann wird der Bambus wieder... Ja, kaufen Sie ruhig mal ein bisschen Bambus. Ganz frisch aus dem Gewächshaus. Lecker. Lecker Bambus. Ja, wirklich schön. Können Sie Ihrer Frau mal eine Freude machen, wenn Sie so ein Riesending nach Hause bringen. Sieht gut aus im Bad. Okay, da gab es nochmal Kech. Und jetzt gucken wir mal, wer hat seine Arbeit fertig. Dexerion, der hat fertig gekalkt. Das ist super. Dann kann der nämlich auch gleich noch düngen. Arbeitsbreite 2,1 Meter. Das wird nichts. Dann müssen wir den mal ausfahren. Oh, wie der hier mit der Seemaschine runterdonnert. Auch geil, ne? Job erstellen. 14 Meter. Statten auf Bahn, weich. Feldkurs generieren. Ja, doch, sieht gut aus. Und dann einmal kurz speichern. Und zwar schwarz. Diese drei schwarz, 14 Meter. Zack. Gut, jetzt haben wir den nämlich umgestellt auf, dass er das Vorgewende zum Schluss macht. Und das heißt, dass er, weil wir diesen Kurs ja auch für die Ballenpresse nehmen, dass er sozusagen die Ballen auf dem Vorgewende auch zum Schluss erst presst. Und somit liegen die Ballen dann nicht im Weg. Und das ist eine feine Sache. Gut, dann können wir theoretisch unsere Impress als nächstes schon holen und können dann mit der Impress hier weitermachen und können die Ballen pressen und können das weiter vorbereiten. Und dann gehen wir, dann rutscht mal langsam die Baufolge zu. Wir haben jetzt einmal Wiese mit dem Zetter bearbeitet. Der schwartet gerade. Das heißt, wir können uns schon mal um die Ballenpresse kümmern. Das heißt, wir können zumindest schon mal die Impress ans Feld fahren. So, ich würde sagen, der Deutz reicht auf jeden Fall erstmal, um die Impress ans Feld zu fahren. Und wir werden aber dann dort Traktor tauschen. Das heißt, wir werden definitiv auf den Klaas umswitchen. Der kann pressen. Der hat auch eine Allradlenkung. Das heißt, der ist auf jeden Fall auch besser geeignet dazu. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Da wird wahrscheinlich noch ein Grasballen rauskommen. Das ist aber nicht das Problem. Oder wir sammeln jetzt ganz schnell hier noch ein bisschen Gras ein. Mal gucken, wie der Deutz damit klarkommt. Ich denke, die Dings sollten wir noch voll kriegen. Diese 1200, 1300 Liter, oder? Kriegt man das noch voll? Ich probiere mal. Ich guck mal, was ich hier noch für Reste auf dem Feld finde. So. Sobald der fertig ist, der fährt noch seine letzte Vorgewendebahn. Der müsste jetzt hier vorne aufhören. Können wir den schon mal ans Feld stellen und können einmal unseren Ladewagen holen und können die Heuballen schon mal einsammeln. Da haben wir nämlich sowieso schon sowieso noch Heuballen drauf. Und dann würde ich sagen, wenn wir das grob jetzt fertig haben hier, dann gehen wir einmal ins Baumenü und dann bauen wir mal unseren Hof weiter aus. Das, glaube ich, ist eine ganz gute Idee. So, Zeit können wir noch ein bisschen laufen lassen. Wo ich die Zeit nicht zu weit laufen lassen möchte, weil ich brauche Licht beim Bauen. Ich sag mal so 15 Uhr, 16 Uhr spätestens. Müssen wir dann auf jeden Fall runtergehen. Erstmal fix Wender zurück. Nicht Wender, Schwader zurück. Und umswitchen auf den Ladewagen. Achso, warte mal. Den können wir auch gleich beiseite fahren. Denn wir müssen die Maschinen auf jeden Fall erstmal alle beiseite stellen. Wir brauchen da drüben Platz in den Hallen. Die müssen wir nämlich noch leer räumen. So. Gut. Der sollte pressen. Wir holen uns den Sammelwagen. Der müsste hier hinter der Halle stehen. Voilà, was war das jetzt? So. Müsste eigentlich hinkriegen, unser MB-Trag. Ich denke, das läuft. Die Ballen da hinten haben wir ja schon alle weggeräumt und verkauft. Von daher passt das auch. Was hat denn hier nur immer eingeblendet? So. Ja, müsste der eigentlich mit zurechtkommen, oder? Wir müssen noch mal ganz kurz überlegen, müssen wir hier drüben auf dem Feld noch was machen, was wir angesehen haben? Eigentlich müssen wir da gar nichts mehr machen. Wir können ihn eigentlich weiterschicken, dieses zweite Feld. Warte mal. Ist das denn fertig geflügt? Nee, das war ja das Feld, was wir geflügt haben. Genau, das haben wir auch schon wieder komplett fertig. Das gibt's ja gar nicht. Sag mal, wie fleißig sind wir denn? Das ist ja nicht normal. Gut, nee, dann würde ich sagen, machen wir unsere Wiese hier noch fertig. Und wenn die fertig ist, dann geht's direkt rein. Und dann starten wir auch mit dem Bauen. Wir haben 190.000 auf dem Konto. Das ist ein sehr solider Wert fürs Bauen, würde ich mal behaupten. Wir haben ja auch gesagt, dass wir die Lager, was wir nochmal abreißen müssen und neu bauen, uns den Wert dann gut schreiben. Sozusagen wieder ausgleichen, weil die Lager haben 50.000 pro Lager gekostet. Ich vermute, dass wir wahrscheinlich nur 25.000 wiederkriegen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und deswegen würde ich schon sagen, tun wir uns da die Differenz. Wenn es jetzt 5.000, 6.000 nur sind, wir müssen eben mal gucken im Baumenü, was wir am Ende wiederkriegen. Weil ich muss die abreißen, die sind kacke platziert. Und ich würde da gerne ein bisschen was anderes bauen. Oha, kriegen wir überhaupt alle Beine hier drauf? Ja doch, müsste klappen, oder? Müsste klappen. Genau, der sollte Kalk streuen. Gib mir den noch den Auftrag schnell. Einmal Job erstellen. Genau. Anzahl Vorgewende 2. Wir starten auf Vorgewende. Das können wir beim Kalk machen. Das ist überhaupt kein Thema. Und dann kann der am ersten Wegpunkt einmal starten. Sehr gut. Da steht er ja auch schon fast. Okay, das fahren wir zurück. Haben wir tatsächlich fast einen vollen Ladewagen mit Heuballen.
Was gut ist, weil denn den brauchen wir auf jeden Fall für unsere Tiere. Den werden wir dann mal hier drüben stehen lassen. Dann gucken wir mal, was wir hier vorne noch leer räumen müssen. Hier steht nämlich trotzdem noch einiges drin. So, den Drescher müssen wir auch rausfahren auf jeden Fall, weil wir können uns hier nichts platzieren, wenn die Fahrzeuge alle im Weg stehen. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der Sache. Oh, ja, war schon mal nicht die Pflegebereifung. Okay. So, ich räume mal schnell den Hof ein bisschen auf. Beziehungsweise ich bringe ihn mal durcheinander. Oh, guck mal, unser LKW ist gerade auch schon wieder hier. Seht ihr, das können wir auch noch, den können wir auch noch mal ganz schnell beladen. So, machen wir uns einmal die Seite hier auf. Wir könnten den eigentlich als Punkt auch hier mit dem LKW, könnten wir direkt eigentlich hier Ladezone, Gewächshaus auch stellen. Einstellen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, oder? Materialtyp alle. Wir nehmen... Okay, jetzt hat der Aloe Vera erstmal geladen. Ja gut, dann fahren wir halt Aloe Vera. Das ist ja nicht das Problem. So, ich glaube, ist aber auch voll jetzt, oder? Ne, eins geht noch rein. Okay, perfekt. So, dann haben wir 8000 Liter Aloe Vera. Das lohnt sich natürlich schon mal mehr. Spanngurte sind alle drum. Machen wir hier einmal zu. Und schicken den erstmal runter zum Markt wieder, dass er das Ganze verkaufen kann. Genau. Einmal zum Stadtmarkt. So. Und ab geht die Wittefahrt. Sehr gut. Der kann stehen bleiben. Der muss zurück. Wir müssen noch die Gewichte wegräumen. Den müssen wir auch noch zurückfahren. Okay, Leute, ich würde sagen, wir schauen noch mal ganz kurz in unseren LKW. Der ist nämlich angekommen. Verkaufen das noch einmal, die Aloe Vera, und dann geht's los in die Baufolge. Da freue ich mich drauf. Das heißt, einmal Ladefläche auf und theoretisch sollten wir abladen können. Moment. Perfekt. Super. Dann würde ich sagen, wir fahren den mal ein bisschen vor. Sonst will der nämlich hier hinten beim Teich umlenken und da kommt er nicht rein und raus. Wir schicken den aber... einmal hier vorne über den Händler zurück zum Gewächshaus. So, bitteschön. Ciao, ciao. Der macht erstmal zu. So, und dann verkaufen wir erstmal unser Aloe Vera. Oh, da bin ich ja jetzt gespannt. Leute, da bin ich ja jetzt gespannt. Das wird reichlich Kohle geben. 8000 Liter nochmal von dem guten Zeug. Mal gucken, was mal rauskommt. So, wir sind jetzt schon bei 200 fast. Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Wirklich sehr gut. 210 gleich. So, oh hier, guck mal, der war schon beim Bambus da und wollte unser Bambus kaufen, der Kollege hier. Ah, jetzt ist er vorbeigelaufen, okay. 220, Halleluja, sind jetzt schon über 30.000. Sind schon 40.000. So, der LKW müsste gerade vorbei, 41.000 Euro. Das ist wirklich super. So, jetzt müssen wir nur noch ganz kurz gucken, ob die Säcke hier vielleicht im Weg sind. Wisst ihr was, ich räume die jetzt mal schnell hier so mit der Hand beiseite, dass wir hier anfangen können, weil sonst wird das alles zu knapp. So, okay. Räumen wir die mal schnell hier rüber und dann geht's los. Okay, dann würde ich sagen, schnallen wir uns an und gehen in die Baufolge, oder? Ab geht der Peter. Thank you.
So, meine Lieben. Eine Stunde gebaut. Und ich habe eine Stunde gebaut und ich habe erstens vergessen, die Zeit runterzunehmen, aber ich habe jetzt eine Stunde gebaut und ich habe nicht mal das Lager hinten geschafft anzufangen. Ich habe es wirklich nicht mal geschafft anzufangen. Das ist wirklich verrückt. Hier bei dem Bereich hier hinten bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie es dann hier weitergehen wird. Also da weiß ich auch noch nicht. Oh, hier ist ja auch noch der Bordsteinfalch. Da müssen wir mal gucken. Ja, weiß ich noch nicht, wie es hier weitergehen wird. Da soll ja dann später auch nochmal der Kuhstall hin. Aber so sieht es jetzt auf jeden Fall hier erstmal aus. Hier sind nochmal kleine Sachen, die werde ich jetzt noch korrigieren schnell. So sieht es erstmal aus. Ich habe jetzt erstmal drei Gebäude gesetzt, wo wir unsere Fahrzeuge, denke ich, ganz gut und bequem reinkriegen. Ich habe hier hinten, habe in der Mitte noch eine kleine Insel gebaut. Das Ganze noch ein bisschen schöner, anschaulicher zu machen. Hier auch nochmal ein größeres Gebäude mit zwei Toren. Ich versuche, dass das alles halt auch so ein bisschen im Stil bleibt. Ne? Das ist halt wirklich nicht so einfach. Gerade mit diesem Bruchstein und so weiter oder diesem Fachwerk, wo wir uns hier drauf eingelassen haben. Ich glaube, die Mauer ist sehr cool, weil die 1:1 natürlich dazu passt. Mit den Toren bin ich eigentlich auch fein. Die sind nicht die schönsten, aber ich finde, sie passen irgendwie. Und ja, so ist unser Hof jetzt zumindest erstmal, der Haupthof zumindest erstmal soweit ein bisschen ausgestaltet. Ich habe noch einiges an Licht verbaut, dass wir ja auch ein bisschen Ausleuchtung haben. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Und genau, lichttechnisch, das sieht eigentlich ganz schicki aus. Das sollte eigentlich passen. Hier den Weg will ich noch ein bisschen beleuchten, aber ansonsten hier hinter dem Weg will ich auch noch beleuchten. Ich habe überlegt, ob ich so eine Hallen hier über unser Silo, unser Fahrsilo baue. Das sah irgendwie total cool aus, aber ich war mir nicht sicher. Ich muss das erstmal testen. Gut, in diesem Sinne würde ich aber jetzt erstmal Feierabend machen. War eine wilde Folge, totales Chaos. Einmal anderthalb Stunden in die Tonne geschmissen. Wir haben trotzdem 2 Monate geschafft. Ich würde sagen, wir fangen das nächste Mal an. Schlafen eine Runde, gehen oder beziehungsweise beginnen dann im neuen Tag. Ich habe ja auch noch gar kein Haus mehr gebaut, wo ich pennen kann, ist mir gerade aufgefallen. Und die Werkstatt fehlt auch noch. Und ja, das werden wir dann das nächste Mal in der Baufolge machen. Und dann bauen wir da hinten den Lagerbereich noch aus. Ich glaube, der wird euch auch sehr gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch der Hof jetzt erstmal so gefällt. Die Weiterentwicklung des Hofes. Und ja, lasst gerne das Däumchen da. Ich bin erstmal raus. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Manu. Das Glück war hart mit Fleiß und Mut, durch Nacht und Tag, Manus aus Newlands, jetzt hat er, was er mag.